Was wir heute hier beobachten können, ist, dass Futterküken verfüttert werden. Das machen wir auch ganz gerne mal. Häufig füttern wir Rindfleischteile. Das sind Organteile, Muskelfleisch, auch mit Knochen behaftet. Und tatsächlich aber auch so, wie sie leider, wir hatten eben schon einmal über Verkehrsunfälle von Wildtieren gesprochen, verfüttern wir eben auch uns angelieferte tote Rehe oder auch Dammwild. Wildschweine verfüttern wir bei Fütterungen hier nicht, denn die könnten potenziell die sogenannte Ojetzkische Krankheit in sich tragen. Die Ojetzkische Krankheit kann den Wolf, weil auch diese Krankheit das Rückenmark und letztendlich auch das Gehirn befällt, wird daher auch Pseudogut genannt, kann die Wölfe eben wirklich töten. Und dieses Risiko wollen wir hier natürlich nicht eingehen.